Leute, ich beginne einen neuen Vlog. Guckt euch das an, wir haben abends 9 Uhr. Es ist alles weiß. Heute Mittag war noch Schneeregen, jetzt ist alles weiß. Guckt euch das an. Och, wäre das Weihnachten schön, wenn das so sein würde. Meine Kinder flippen gerade voll aus. Wenn er die Emma hört, es hat geschneit. Leute, Leute, Leute. Voll der Schneesturm. Ey, Hammer, echt Hammer, so weit von Hammer. Ihr merkt gerade, ich bin schon wieder geflasht. Toll. So möchte ich das gerne Weihnachten haben und ich bin nur so lieb. Schön. Da steht übrigens mein Auto. Es ist schwarz, jetzt ist es weiß. Toll. Ich finde das genial, echt. Guten Morgen aus dem Badezimmer und ihr steht wie immer im Spiegelschrank. Haare sind gewaschen, Gesicht ist gecremt, nicht erschrecken. Ja, nachdem es gestern so schön geschneit hat, folgt heute der Schneematsch. Ja. Mein Mann und die Ullige, die schlafen noch. Lenny, der sitzt im Wohnzimmer. Und ich dachte, nutzte die Zeit mal und machst dich fertig. So, jetzt überlege ich gerade, wie mache ich, womit. Ganz unspektakulär diesen Augenbrauenstift. Ich habe heute nicht, wer weiß, wie Bock auf irgendwas Spezielles. Aber da ich eventuell nach DM wollte. Mal gucken, da laufen Lenny gleich hin. Da laufen Lenny und ich natürlich gleich hin. Mal sehen, das haben wir so vor. Mal gucken, mal kommen, wenn mein Mann gleich wach ist, ob der was anderes vorhat. Oder eben nicht. Davon mache ich das jetzt natürlich abhängig. Ja, also wie gesagt, da liegt zwar noch Schnee, aber das ist alles Matsche. Das hat man schon gestern Abend gesehen, leider Gottes. Aber so ist das nun mal, ne? Wir konnten uns wenigstens freuen, ein paar Stunden Schnee gehabt zu haben. Ja. Die Nacht, die war nicht so gut, also irgendwie hat die Emma überhaupt nicht gut geschlafen. Die hat andauernd geweint. Ich denke mal, die hat nicht so gut geträumt. Und dann hatten wir sie dann hoch zu uns ins Schlafzimmer geholt. Ja, und dann macht man sich ja breit, ne? Ja, das kann ich ja überhaupt nicht leiden. Aber so ist das nun mal. So ist das nun mal. Und ja, dann kam Lenny dann heute Morgen noch früh hoch. Und dann dachte ich, gut, komm, stehen wir auf. Hat eh keinen Sinn, sich da mit 4 Mann in ein Bett zu quetschen, wo es schon für 13 eng ist. Da haben wir noch kurz da gekuschelt und dann bin ich da mit ihm runter. Ich schminke mich, meine Nase läuft, vorher war gar nichts. Und das ist genau das, was ich beim letzten Mal meinte, habt ihr das auch? Dass eure Nasen dann laufen. Ich weiß gar nicht, wo sie hin will. Make-up habe ich hier stehen. Ne, ich mache, glaube ich, erst. Ich benutze jetzt mal hier diesen hellen Eyeliner. Mal gucken, ob das aussieht, ob das funktioniert. Wenn ich schminken mal wie ab. Da habe ich doch gar kein Problem mit. Oder so wie jetzt, man sieht den gar nicht. Ach ja, ich weiß, ich habe den drauf und gut ist. Mein Gott, Steffi, du siehst generell schrecklich aus. Lass es lieber sein. Morgens sage ich mir auch immer,
Nee, wie sagt mein Mann immer? Ich kenne dich zwar nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Also da bin ich morgens manchmal selbst erschrocken und denke, Halleluja, du siehst aus wie schon wie so eine, weiß ich nicht, ey, 90-Jährige und die sehen dagegen noch gut aus. Jo. Jetzt hat man gezappelt. Naja, ich weiß, da ist was drauf und gut ist. Also, das funktioniert nicht zusammen. Wo habe ich meine Base? Wo ist meine Base? Da. Ja, was ist sonst noch? Mein Mann möchte gerne eine neue Couch haben. Da wollte er heute mal gucken gehen. Oder wir wollten gucken gehen. Er hört sich auch gut an. Mal sehen, ob wir das machen. Weil das Ding, was wir haben, das kannst du jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in eine Tonne kloppen. Grausam. Vor allen Dingen ist es jetzt doch kaputt gegangen. Nicht nur die ganzen Flecken. Emma war klein, ne? Da ging mal, wie ist das, was daneben beim Windeln. Und dann ist da mal eine Flasche umgekippt und ja, da ist der Becher aus der Hand gefallen. Da könnt ihr euch ja vorstellen, wie so eine Stoffcouch dann aussieht. Die ist jetzt 3 Jahre alt, hat zwar jetzt nicht, wer weiß, wie lange gehalten, aber okay. Jetzt wollen wir wieder mal nach einer billigeren gucken, weil die Kinder sind ja immer noch klein und tollpatschig. Da habe ich gesagt, da können wir was machen, mal wirklich was Teureres holen, wenn die größer sind. Wobei da glaube ich auch nicht heißt, dass die da nicht so tollpatschig sind, ne? Ja, ich habe die immer auf der Couch gewindelt. Also wir hatten in der Wohnung, als wir vorher in der Wohnung gewohnt hatten, hatten wir einen Wickeltisch. Wir hatten, und hier habe ich gesagt, nö. Weil das Ding, der Wickeltisch war noch von Lenny und der hatte diesen Umzug dann überhaupt nicht mehr überstanden. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich sage, das machen wir auf der Windel. Man hat zwar immer eine Unterlage, aber man kennt das ja. Kind rollt sich runter oder, ne? Ja, dementsprechend ist da mal was daneben gegangen. Sehr oft Trinken aus der Hand gefallen. Und ja. Haben wir gesagt, jetzt wird endlich mal Zeit für was Neues. Ja, und dann hat Udo, dann ist er in dem Sitz, weil das ist ja mit Bettkastenfunktion, hat das ja so ein Lattenrost, logischerweise. Ja, und dann hat der Udo sich da jetzt drauf gekniet. Und er ist ja auch kein Gazeltchen. Und dann hat er mal knackt die Rack und das war er dann. Jo. Und da habe ich gesagt, und jetzt wird es richtig Zeit, dass wir uns was Neues holen. Jo. Mal gucken, was wir da so finden, ob wir da was finden. Ihr kennt ja, wenn man was sucht und braucht, dann ist nichts da. Und wenn man dann was hat, dann kommt ein hinterher geflogen. Aber ich glaube, so ist das bei jedem und so ist das auch überall und ja. Ja, das ist so unser Vorhaben. Ich sage, es kommt immer anders, als man denkt, also lasst uns überraschen. Was wir dann so wirklich machen. Das reicht, das reicht. Zick, 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 zick.
bin dabei, die Plätzchen zu verzieren. Ja. Nein. Bin dabei, also nichts Spektakuläres. Ein bisschen Zuckerguss drüber, das war dann. Jetzt nehmen wir hier mal, nehme ich meine Augenbraue, meine Mascara. Und eine Sorte Plätzchen muss ich noch backen. Da gucke ich, dass ich das jetzt endlich an dem Wochenende mache, weil ich habe keine Lust mehr. Und ja, sonst steht nicht wirklich was an. Da sind wir dann spontan, was wir dann noch so machen. Und wir waren immer noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Also wir als Familie, mein Mann mit Kindern ja schon. Wisst ihr ja, als ich den Termin da hatte. Und ja, aber am Wochenende möchte ich mit den Kindern noch nicht gehen, weil da geht ja jeder und die werden dann nachher niedergelatscht. Also das ist ja eh immer generell nur so ein Mitschwimmen, sage ich immer. Und ja. So, jetzt gucken wir mal. Na, wartest du noch mal in 3 Sekunden? Das wäre lieb, danke schön. Jetzt kommt hier ein Lippenstift drauf. Ich habe ja so viel Auswahl. Ich glaube 2 Farben. Nehmen wir mal den. Hummel, was ist? Diesen hier ist ein matter, aber. Was ist? Komm. Was möchtest du, raus oder rein? Wenn sich die Männer schon nicht entscheiden können, aber der Hund genauso wenig. Ich habe das Risiko gefunden, weil ich gemacht habe. Ja, weil die an die Tür gekratzt hat, ne? Ja. Jetzt hole ich euch einmal raus, also nichts Besonderes. Aber es geht, ne? Ich werde die Haare jetzt noch machen und ja, sage mal bis später. So sieht unser Garten jetzt aus. Und die Hummel, die düst hier durch. Ja, so sieht es jetzt hier aus. Also, wie ihr seht, ist schon wieder alles am Dauern. Heute ist Türchen 9 dran. Nur 9. Dann 9, nicht 9. 6. Bei dir ist 6, ja, wenn du die umdrehst, ne? Peps. Zeig mal. Nach Schiller. Ja, hier kann man es schriftlich lesen. Nach. Nach. Füller. Da haben wir wieder Nachfüll-Sachen für die komischen Figuren da. Wie grün sind deine Blätter? Es grünt nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh, Tannenbaum, So dreht mein Mann oh, am Samstagmorgen ab. Tannenbaum, wie Leute, grün sind deine Blätter? Dankeschön. Bitteschön. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie schön es wieder schneit. Wie immer. Der Himmel, der ist ganz, ganz hell, ganz grau. Im Walde steht ein Auerhahn, der guckt mich ganz schön böse an. Das macht nicht, weil ich jetzt fette auf seiner Auerhenne. Udo, bitte. So sieht das aus, wenn ich zu meinem Mann sage, wir laufen in die Stadt und ich habe keine Mütze. Und er musste mir jetzt zeigen, dass ich auch meinen Schal umdekorieren kann zur Mütze. Na, ich sage, hier drehst du am Rad. So, wir laufen jetzt gerade in die Stadt. Schneegestöber hoch 10. Der Schnee knirscht so schön und ich habe jetzt schon klitschnasse Haare. Ich sehe doch gut aus, oder? Also, es war schon ein Riesenfehler, mich zu schminken und zu laufen. Weil ich sehe aus wie weiß ich nicht. Boah, das ist ja schön, ne? Aber nicht, wenn man keine Mütze hat. Ich muss mal gucken, ob ich sowas finde jetzt gleich. Ja.
Lenny hat einen Schneeball. Und keine Handschuhe an, braucht man ja nicht. Oh. Zack. Jetzt erstmal rüber gucken. So. Wir laufen hier einfach mal wild los. Ja. Lenny baut gerade einen Schneemann. Zumindest rollt da schon mal die erste Kugel. Ja, dann rollen wir weiter. Ja, ist geil, ne? Du machst das ja auch alles ohne Handschuhe. So, das dürfte reichen, das dürfte reichen. Also jetzt ist der Bauch nämlich fast größer als der. Ja, und jetzt noch eben Kopf machen. Könnt ihr den überhaupt erkennen, den Schneemann? Stell dich mal dahinter, Lenny. Dass man... Da, genau. Der hat einen kleinen Kopf, aber Lenny hatte keine Lust mehr. Der hat Eisfinger. Wir sind wieder zu Hause. Wie ihr seht, die nackte Wahrheit. Ich kann euch sagen, geht nie geschminkt durch Schneegestöber. Der erste Laden war DM, da bin ich aber schon gefühlt, oder sind wir schon gefühlt, 10 Stunden durch den Schnee gegangen. Und erfroren. Mein Mascara, der hing hier unten. Wenn man drüber ging, hing das bis hier. Das Make-up tröppelte auch runter. Bombig. Und die Leute gehen ja an einen vorbei, gucken einen an, als wenn man was im Gesicht hätte. Man hat ja auch was im Gesicht, aber sagen tut einer keinen. Wir sind in den Laden rein und ich bin direkt zum ersten Spiegel und habe mir das dann weggemacht. Und dann bin ich wohl durch das Gesicht und dann hatte ich dann hier so ein schwarzes Striemen. Und dann sage ich zu Lenny noch, bevor wir zur Kasse gegangen sind, ich sage immer, habe ich heute im Gesicht? Ja, ein schwarzer Strich. Und da war eine Frau, die hat mich die ganze Zeit beobachtet. Die hätte ja mal netterweise sagen können, sie haben dann einen Strich im Gesicht. Naja, egal. So, ich war bei DM, um mir diese Weihnachtstütchen zu holen, mit Sterne drauf. Weihnachtsbodenbeutel, 8 Stück, 95 Cent. Da habe ich schon welche von, aber eben nicht genügend. Und da habe ich mir jetzt ein paar geholt, also 3 Stück. Und da möchte ich dann die Stiefel einpacken und eben der Lenny möchte seinen Lehrern und die Emma ihren Kindergärtnerin ein paar Plätzchen schenken. Die werden dann hier auch eingepackt. Nein, wir schleimen nicht, das machen wir zu Weihnachten immer. Und dann möchte ich ja noch gebrannte Mandeln machen. Und dann habe ich diese Tütchen hier gesehen mit Bäume drauf. Weihnachtsbäume. Mit genau. Kerzen. Ja, so Kugeln. Und drunter. Sind da Kerzen? Ja, und drunter. Ja, manche haben Sterne drauf oder Mond oder... Na, auf jeden Fall schön. Da sind drin 10 Stück, 95 Cent. Und da habe ich gedacht, das sieht ja auch ganz toll aus. Aber die gebrannten Mandeln mache ich natürlich für meine Familie. So, mein Mann liebt ja, wer es noch nicht weiß, was liebt der Papa? Nussknacker. Nussknacker. Weil ich die gesehen habe, habe ich das meinem Vater mitgebracht. Genau, der Lenny hat die Tasche hier gesehen und hat gesagt, das möchte er dem Papa zu Weihnachten schenken. Und da haben wir noch so ein... Und weißt du, was mir gerade einfällt? Wir haben eine Flasche Schnaps geholt. Die passt hier gar nicht rein. Hol mir mal die Flasche. Na egal, da finden wir noch, was wir da rein tun können. Die ist zu breit wahrscheinlich, oder? Schnappes. Ich mache jetzt keine Werbung. Alkohol ist nicht gut, aber ich bin so schlimm, da brauche ich das. Aber dieses andere Lied. Sachen ohne Alkohol. Alkohol. Du musst hier nicht jedem sagen, was für eine Musik du hörst. Ja, was? Wieso und geht die nicht auseinander? Warte mal. Sachen warte. Ohne Alkohol, die sind gut. Ja. Ne, mit Alkohol. Ja, da bist du noch meilenweit entfernt. Ich krieg die Tasche noch nicht mehr auseinander. Auf jeden Fall hat die 1,75 Euro gekostet. Die kniert und knatschen. So, oder? Ihr seid jetzt live dabei. Doch, die passt rein. Oh, hätte ich nicht gedacht. Und da könnt so, da kannst du nämlich direkt mal hingehen. Dann machen wir mal hier den Haken ab. Und wir haben halt da auch noch dieses Spray. Das können wir da doch auch noch annehmen. So, zack. Warte mal. Jetzt ihr seid jetzt live dabei. Ich hoffe, mein Mann guckt die Videos nicht. Nee, der Papa guckt die nicht, ne? Nee. Der kennt mein Gelaber von zu Hause, da hat er da kein Interesse dran. So. Da musst du aufpassen. Halt die Hand da drunter. Komm her.
und versteckst da oben. Halt die Hand runter. Vorsichtig festhalten. So. Und mein Haarreifen ist doch kaputt gegangen. Ah, der war zu dünn. Jetzt habe ich mir so einen geholt für 2,75 Euro. Ich hoffe, der hält ein bisschen länger. Ja, und dann habe ich mir noch vom Babylove feuchte Waschlappen geholt. Für Aloe Vera und Kamillenextrakt. Diese hier. Damit mache ich nicht nur meinen Kindern, sondern auch meinen Hund die Ohren sauber. Ja, und da wir jetzt keine mehr hatten, habe ich neue geholt. Ich glaube 1,15 Euro oder so. So viel. Ja, und an die liebe Miss Erdnuss, ist eine Abonnentin von mir. Ich kann nur sagen, Handy und Ladegerät, genial. Wenn du unterwegs bist und du merkst, das Akku wird schwach, das Tütchen war übrigens dabei, hier das Beutelchen, das Akku wird schwach, dann hängst du dran und dann lädt das. Also an alle, am Anfang dachte ich ja, was soll ich damit? Das ist echt genial, wirklich. Da gibt es unterschiedliche Größen. Irgendwie und hast irgendwo. Hast du die kleinste? Ne, die mittlere. So, jetzt werden wir hier noch ein bisschen machen und tun und räumen. Und ja, dann sag ich mal bis später. Na, Mutter, alles gut? So sitzt die Hummel da. Oder so nach dem Motto, hier, bring mir noch mal was zu fressen. Ehrlich, Hummel, du bist doch kein Mensch. So sieht das mit dem neuen Haarreifen aus. Ja, das geht, ne? Meine Schwester war gerade da und die hat mir was mitgebracht. Die war bei Ikea und hat an mich gedacht. Hat mir Kerzen mitgebracht. Die riechen ganz toll nach Apfel. Und dann hat sie mir noch ein Himbeerkerzchen mitgebracht. Himbeeren und Johannisbeeren. Ja, riechen ganz toll, da habe ich mich gefreut. Und dann war sie noch unterwegs gewesen und hat mir diese Creme mitgebracht. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es die bei Family. Ernstings Family. Die riecht richtig gut, zieht auch schnell ein und riecht nach Vanille, Erdbeer, genau. Sagt sie, du findest das ja schön. Ich sag ja. Ja, da habe ich mich drüber gefreut. Sonst ist hier heute nicht mehr viel passiert. Ich denke auch mal, dass ich den Vlog jetzt beenden werde und euch einfach noch einen schönen Tag wünsche und bis zum nächsten Mal.